Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In den letzten beiden Videos haben wir ja schon die 9 Fragen einmal durchgemacht und da sind uns 3 Fragen aufgefallen, die wir leider nicht auf Anhieb so beantworten konnten und die schauen wir uns heute nochmal genauer an. So, nur 3 Fragen sind es, 44 Fragen sind es ja insgesamt, die neu dazugekommen sind. Und jetzt schauen wir uns einfach mal diese 4 Fehlerpunkte-Frage an. Sie fahren einen Pkw mit Wohnanhänger. Was gilt hier für den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug? Also, Sie fragen, was mit dem Abstand ist zum vorausfahrenden Fahrzeug, also zu dem LKW. Der sieht ja relativ gut aus. Wir fahren 80 km/h und wenn du ein Gespann ziehst, einen Anhänger, den sieht man hier auch ganz gut im Innenspiegel, dann müssen wir ja immer den doppelten Einscherabstand einhalten. Also bei 80 km/h nicht 40 Meter, sondern bei 80 km/h 80 Meter. Und dann schauen wir uns einfach mal hier die Strecke an. Da sehen wir, hier vorne ist der Leitpfosten. Der letzte Leitpfosten befindet sich hier. Und deswegen haben wir ungefähr die 80 Meter. Also das passt perfekt. Der Abstand ist zu groß, weil er die Länge meiner Fahrzeugkombination um ein Vielfaches überschreitet. Also die Antwortmöglichkeit ist absoluter Blödsinn. Ja, die haben wir auch damals nicht angekreuzt gehabt. Aber der Abstand ist angemessen, weil der überholende Pkw vor mir einscheren kann. Der Abstand ist auf jeden Fall angemessen. Ja, das sind diese 80 Meter, damit ein Überholender leichter einscheren kann. Wir fahren ja mit Anhänger, mit Gespann. Das heißt, wir brauchen mehr Platz. Wir sind langsamer, wir sind träger, wir haben einen längeren Bremsweg. Und deswegen müssen wir den doppelten Abstand zum Vordermann einhalten, was wir hier tun. Der Abstand zum überholenden Pkw muss nach dessen Einscheren wiederhergestellt werden. Das ist natürlich auch richtig, denn wenn der jetzt einschert, dann müssen wir ja wieder 80 Meter Abstand einhalten. Das heißt, wir gehen einfach für 2-3 Sekunden vom Gas und dann gehen wir wieder drauf. Dann sollte das mit dem Abstand wieder passen. Also hier 2 und 3. Warum dürfen Sie hier nicht überholen? So, da haben wir letztes Mal schon gesagt, man sieht einfach nicht viel. Der Streckenverlauf verbietet uns das Überholen, weil wir nicht den kompletten Überholweg einsehen können. Da stehen geparkte Fahrzeuge, da sind Bäume, da sind Häuser und die Straße macht halt noch hier diesen Knick. Also das verbietet uns alleine das Überholen. Aber ich kann mich erinnern, da war noch irgendwas falsch. Weil eine Gefährdung des Gegenverkehrs möglich ist. Genau, also deswegen ist das Überholen verboten. Ja, wir sehen nicht, ob Gegenverkehr kommt. Weil der Seitenabstand zu den Radfahrern zu gering wird. Und das habe ich letztes Mal nicht angekreuzt gehabt, aber ich vermute einfach mal, dass Sie davon ausgehen, dass man ja nicht in den Gegenverkehr fahren darf, weil man ja nicht sieht, dass wir auf unserer Straßenseite bleiben sollten. Und das geht natürlich nicht mit den Radfahrern und der gestrichelten Linie. Das werden wir nicht schaffen mit den 1,5 Meter. Und deswegen wird wahrscheinlich auch hier der Seitenabstand zu gering sein. Weil die Leitlinie nicht überfahren werden darf. Ja, aber die Leitlinie darf natürlich überfahren werden. Aber wie gesagt, hier in dem Fall mit dem Gegenverkehr oder dass man halt nicht weiß, ob Gegenverkehr kommt, das geht halt einfach nicht. Sie haben mit Ihrem Fahrzeug ein fremdes geparktes Fahrzeug beschädigt. Trotz angemessener Wartezeit ist der Geschädigte nicht erschienen. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig? Also das ist eine der schlimmsten Sachen, die du tatsächlich tun kannst als Autofahrer oder allgemein im Straßenverkehr. Nennt sich Fahrerflucht und einem, ja, ich sag mal, einem Bekannten von mir, da waren wir noch ziemlich jung, dem ist das passiert. Und dem wurde der Führerschein dann auch weggenommen und der hat ihn bis, ich vermute, bis zum heutigen Tag, also ich habe ihn schon länger nicht mehr gesehen, aber er hat den Führerschein nicht mehr wiederbekommen. So, also wie verhältst du dich jetzt richtig, wenn du mal beim Parken ein anderes Auto gestriffen hast oder den Spiegel oder sonst irgendwas? Ich muss den Unfall der Polizei melden. Du musst den Unfall der Polizei melden. Da gibt es 2 Möglichkeiten. Die einfachere ist, du rufst an. Wenn du kein Netz hast, wenn dein Akku leer ist oder sonst irgendwas, dann musst du auf direktem Weg zur Polizei gehen oder fahren. Du darfst nicht erst noch
einkaufen gehen, nach Hause dein Kind aus dem Kindergarten holen und dann zur Polizei. Du musst auf dem direkten Weg zur Polizei, wenn du nicht anrufen kannst. Also eins ist auf jeden Fall richtig. Ich muss meinen Namen und meine Anschrift am Unfallort hinterlassen. So, und da war ich der Meinung, dass wir früher im Fahrlehrerkurs beigebracht bekommen haben, dass das natürlich Blödsinn ist. Jetzt habe ich noch ein bisschen nachrecherchiert und es ist so, dass man das natürlich zusätzlich macht. Also man sagt der Polizei Bescheid, aber man sollte auch irgendwas, wenn du die Möglichkeit hast, an dem beschädigten Fahrzeug zurücklassen, damit derjenige auch merkt, ach Mist, der ist mir ja hinten links reingefahren, vielleicht sieht er das ja gar nicht und fährt dann noch 2 Wochen weiter und auf einmal sieht er den Schaden hinten und der kann es natürlich nicht mehr zuordnen. Also deswegen ist es mit Name und Anschrift und sowas und vielleicht Telefonnummer doch keine so schlechte Idee. Ich muss meinen Namen und meine Anschrift einem unbeteiligten Zeugen mitteilen. Ja gut, einem unbeteiligten Zeugen, das musst du natürlich nicht tun. Also wenn da irgendjemand die Tante Agatha zugeschaut hat, dann musste der nicht deine Adresse geben oder so. Also hier 1 und 2 richtig und damit haben wir alle 944 Fragen richtig beantwortet. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniere den Kanal, um die weiteren Videos nicht mehr zu verpassen und aktiviere auch die Glocke. Dann bekommst du immer gleich Bescheid, sobald ein neues Video online kommt oder wenn ich mal wieder einen Stream mache. Wir sehen uns dann. Bis dann. Ciao, ciao.